Nee, der Safety hat du Dulli. Ja, stimmt, eigentlich müsste ich einen Vorteil haben. Im Safety Car lassen wir mal durch. Ja. Der Safety Car leckt, das ist so unglaublich. Aktuell geht's bei mir wieder. Ja? Ich wollte nur, dass du Gas gibst. Voll. Ja. Ich mach das schon. Ich wollte nur von Alonso fernhalten, ich trau dem nicht. Ich trau dem nicht, der macht mich kaputt. Ja, so wie der jetzt halt fährt, ja. Ach, sollte nicht regnen, ja. Alonso, verpiss dich. Andi, du bist nicht in die Box gefahren? Doch. Doch? Alter, mein Auto ist richtig am Zubbele. Zubbele. Schickele, schickele. Da kommt das auch irgendwann mal rein. Wie viele Runden fahrt ihr jetzt schon mit dem? Ich fahre Runden rein. Es fährt jetzt rein. Insgesamt sind zwei Runden. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen langsamer fahren, damit wir auch gut Gas geben können, glaube ich. Jo, Basti dreht sich. Basti, ich bin noch neben dir links. Oh ja. Gutierrez, der leckt sich hier vor und zurück. Auf jeden Fall! Uiuiui. Uiuiui. Lol. Ich guck nur nach hinten und es dreht sich ein. Ich guck jetzt mal kurz nach zu und hoffe, dass er gleich irgendwie explodiert. Ich bin halt die ganze Zeit entweder durchsichtig. Also ihr habt hier gerade drei Autos rausgehauen. Mich hat einer rausgehauen. Ja gut, ich habe mich vielleicht durch zwei durchgequetscht. Und hab dabei meine Farbe nicht einschlafen. Was? Der eher zerquetscht. Schnauze halten. Fahr nochmal lieber vorbei. Rico wollte gerade kurz parken, hat sich dann noch umentschieden. Rico fährt alternative Routen. Ja. Wer ist denn hinter dir, Christoph? Da war Stau. Bei Magnussen. Der hängt ja nämlich ziemlich am Arsch. Das ist korrekt. Ja gut, KI kann er ja gut abwehren. Ich will jetzt keinen Druck machen oder so, aber da kriegst du nicht irgendwie den vollen Fuß weg. Alter, Rico fährt aber auch, als hätte er irgendwie noch nie ein Auto. Als hätte er noch nie Formel 1 gefahren. Strategie. nee, ich wollte eigentlich Strategie-Infos haben, aber egal. Problem ist, ich muss bei Rico vorzeitig bremsen, weil der bei mir am Laggen ist. Und deswegen kann ich... Aber eine gute Ping. Ja, aber bei mir machst du immer so einen Satz nach vorne kurz. Dann überhol mich nicht. Jetzt mit X-Konstanz zurück. Hoppala. Lol, Rico. Ja, Rico macht gerne mal das. Nicht in irgendeinem Actionfilm, ne?
Fast and the Furious. Von Nico, wer ist denn hinter dir? Das Dorf. Komm mal auf den vierten. Lass ich dich vorbei. Ich muss gerade darauf aufpassen, dass er den fünften nicht verliert. Das ist korrekt. Gibt denn eigentlich bei der Teamwertung noch bei irgendwo jemandem was? Nee. Ja, vierter und fünfter. Bist du? Ach so, da ist rein, alles klar. Ich dachte, du wirst reinstechen. Wer ist denn bei der Teamwertung vierter, fünfter? Ja, Christoph und Andi. Teamwertung! Ja. Alter, willst du mich eigentlich... Ich hab's trotzdem nicht verstanden. Ja, und jetzt wertest du das um, in welchen Teams die fahren. Ja, kannst du nicht von Anfang an das Team sagen? Nee. Ja, da hast du gelitten, Alter. Nee, dann hast du gelitten. Warum? Du wolltest doch was. Militär. Alter, what the fuck, Christoph? Hm? Du bist doch fast links gegen die Wand gefahren. Nee. Hast du halt gelitten. Okay. Nee, Militär. Ich fahre nicht gegen Militär, Filterkaffee. Ich kann schließlich fahren. Militär auf Deutsch, mein Liter. Mein Liter. Milita ist really nice, Uber mein Liter. Ja. Ich bin auf Deutsch. Die letzte U-Bahn macht das nicht aus. Metro Last Light Wind. Letzte U-Bahn macht das nicht aus. Ja, Station. Hier beträgt. Fallout ist schwierig. Last auf Deutsch fällt aus. Ach Christoph, ich würde schon fallen, wenn du jetzt irgendwie links gegen Rand fahren würdest oder so. Oder jetzt rechts? I turn you out. Oder jetzt nochmal rechts. I turn you out. Alter! Ich war schon eine Runde eher rein. Es wird sonst nichts hier. Du hast Christoph Nico geundercuttet. Nee, warte mal. Wie heißt der denn da? Ja, ja, ist schon richtig. Die Herkarte. Das war eigentlich nicht der Plan, das krieg ich bei einer Karte. Opa Karte! Oh Gott! Alter! 4 Sekunden den Scheiß! McLaren und Postbotenauto! Ja. McLaren! Das Street Fighter war geil. McLaren und Postbotenauto haben mich aufgehalten. Meine Fresse. Postbotenauto? Wo kommst du da jetzt? Fast letzter wieder raus? Nee, ich bin 15. Bist du 15? Der Safety Car, engeres Feld. Safety Car, engeres Feld für Sie. Längeres Feld für Sie. Sind aber schon drei ausgeschieden. Von denen hier bei zwei durch mich ausgeschieden sind. Ich würde sagen, zwei davon sind durch. Verstappen. Verstappen. Ja, der ist behindert. Andi, jetzt gib mal Gas hier. Oh, Kia hat sich aufgepasst. Was musst du werden, um am Christoph vorbeizuziehen, Andi? 9 Punkte muss ich mehr haben als er. 9 Punkte? Kia steht da nicht so gut. Komm ran, Dritter. Aber der fährt noch, glaube ich. Komm gleich auch in der Punkte, aber. Boah, Verstappen habe ich jetzt endlich überholt. Wäre das zu assi, wenn ich. Nein! Andi Dritter lassen würde? Warum? Oh, jetzt fangen die Spielchen wieder an, wie bei der ersten Season, ey. Also Andi, wenn du Vierter bist, lasse ich dich als Dritter ins Ziel fahren. Ich muss soweit erstmal überhaupt dahin kommen. Ja, gib Gas. Als Zuschauer entspannender als wie der erste Season. Rico, du die ganze auch KI geht in die Box, oder? Christoph. Ich kann von dir verlieren. Merlin ist ja auch rausgeflogen jetzt. Nein. Also ich kann guten gewissens Risiko fahren, weil ich habe nichts zu verlieren. So, ich bin jetzt auch in der Oh shit! Nein, den ganzen Pulk hier will ich nicht an diesem Ball lang. Christoph wird noch scheiße bauen. Aber ich muss es machen. Christoph wird, du musst noch scheiße bauen. Ich könnte mir jetzt gleich erstmal den Nasser schnappen. Ja, der wird sich vielleicht auf dich schnappen, pass auf, dass du nicht rausfliegst.
Wie bitter das jetzt wäre, wenn du jetzt rausfliegen würdest. Ja, Christoph, das wäre richtig bitter. Das wäre richtig bitter, wenn du jetzt auf einmal rechten Schlenker machst. Er zieht auch nach links, er zieht auch nach links, Christoph. Oh. Jetzt lenkt mich schon ein bisschen. Ich bekomme kein DRS. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab das schon ab, weil das mich schon fast abgekürzt, Christoph. Wenn du abhebst. Merlin, was hat Christoph für Reifen drauf? Gib ab. Gelbe. Weißt du, wann er die aufgezogen hat? Gerade nicht so lange her. Also ich kenne den zwei Runden. Echt jetzt? Er kann durchfahren. Ich fahr auf den durch, Andi. Okay. Was ist mit Rico passiert? Nobody knows. Das gelbe Auto hat mich mal wieder weggefickt. Der Postbote. Ja, Markus, JP? Geschieht dir recht, der steht jetzt hier mitten auf der Strecke. Nicht wegen mir. Nö. Nein, nicht wegen dir. Der wurde von NPCs wahrscheinlich dahin befördert. Ist Christoph der Siebte? Ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, ist er. Der will aber noch gegen die Wand fahren. Hätte der NPC nicht gemacht, hätte ich's gemacht. Das ist echt hier... Da bitte Huster. Man hat hier wieder aggressiv geschalten, ey. Ich finde das ehrlich gesagt sehr beruhigend. Aber er ist nicht beruhigt. Er schaltet aggressiv. Auch das heißt nichts. Basti ist doch die Ruhe in Person. Ja, wenn er aufschaltet, heißt das, dass er absolut aggressiv ist. Absolut aggressiv. Schon wieder absolut. Absolut Wodka. Da kommen die Alkoholiker zum Vorschein. Jeff, wenn du mir noch einmal in diesem Rennen sagst, das Wetter sollte erstmal trocken bleiben. Wieder lustig, Jeff hat sich bei mir bisher seit bestimmt 6 oder 7 Runden nicht mehr zu Wort gemeldet. Ja, der ist der Aberfall. Ja, der weiß, dass du nichts mehr reichen kannst. Hallo, ich bin Sechster. Ja, du fährst mit ja gleich nicht mehr. Also Andi, du bist gleich Dritter, ne? Ich muss da überhaupt erstmal ankommen. Ja, du bist jetzt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich noch einen Boxenstopp machen muss. Das weißt du nicht. Das wäre doch fett gegen die Wand. Aber ich werde es nicht machen. Ich werde jetzt einfach nicht mehr auf meine Prozente gucken und einfach fahren. Das ist schlecht. Hat sich die SPD auch gedacht. Weil wenn ich einen Boxenstopp mache. Aber bisher doch Prozent hattest du denn. Welche Prozent hattest du denn jetzt eben? Scheiße. Das will ich Christoph nicht verraten. Feind ist eine Box gefahren, Andi. Ich das komme. Ist echt kacke, warum fährt denn der Bongo an die Box? Oh, da ist Bissel unter euch. Oh, Bissel könnte jetzt gleich noch Probleme machen. Ja, aber ich werde Andi keine Probleme machen. Ich werde Christoph Probleme machen. Ist vor Christoph. Hi Christoph. Was wird los? Ist Rico. Wo ist denn Rico? Hat Bissel schon eine Rechnung mit Christoph? Gerade auf der Stadt hier. Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Im letzten Rennen wird ja alles abgelassen. Wie viel Punkte kriege ich denn auf dem dritten Platz? 25, 15. 8, 15, 15. Der vierte auf kriegt 12. Musst du schneller sein als er und in den Kurven mussten aufbremsen. Der fünfte kriegt 10 oder was? Ja. 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 Also Christoph müsste... Hast gehört? Noch einen was? Platz weiter hinten. Zwei. Auf den Graden musst du schneller sein als er und in den Kurven mussten aufbremsen. 8er, 15 ja, reicht auch nicht, nur 7. Keine Dinge. Ich bin hinter Andi, ich krieg DRS, alles gut. Andi kann aber gut wegfahren. Christoph müsste auf dem 6. fahren. Ja, auf dem 7. fahren soll, glaube ich sogar. Ja, das ist also insgesamt relativ safe. Dieser Mindgames, ich. Ja, also wenn ich mir. Christoph hat einen. Hat einen sehr, sehr. Ja. Wenig. Aggressiven Fahrstil. Nee, aber der ist. Der, ich glaube, der bricht gleich mental zusammen. Das ist ja auch ein Fahrstil. Vor allem, wenn Bissel ihn jetzt auch noch zu schaffen macht, weil er noch so viel Spaß dabei hat. Oh, scheiße. Oder fährt Bissel einfach hinten drauf. Er sagt schon nichts mehr. Oh, ich mach grad den Schuhmacher, ohne Spaß. Abu Dhabi Rennen vor kurzem. Das finde ich glaube zwar nicht so lustig, aber im Zuschauer finde ich es lustig. Ja, als Schuhmacher müsste Christoph mich raushauen. Was? Nein, Bissel macht den Schuhmacher.
mach gerade den Schumacher. Ja, aber Schumacher-Style wäre auch, wenn Christoph mich raushauen würde. Ich hau ja Christoph in dem Fall nicht raus. Der fällt ja selber auf mich. Ja, bis jetzt gerade irgendwie so geistig auf der Höhe, habe ich das Gefühl. Was? Ja, die fallen ja sowieso im Team an, die alle. Ja. Ich werde nur aufpassen, dass er nicht an mir vorbeizieht. Weil ich bekomme er muss ja noch nicht mal an dir vorbeiziehen. Sein Platz reicht ja völlig. Der dahinter würde ja sogar reichen. Ja, der fällt gleich nochmal ein bisschen aus der Runde auf. Hat er ja schon mal gemacht. Andere Leute müssen ihn halt überholen. Ja. Wird aber passieren. Ja, aber ich glaube, Rico, selbst wenn du ihn überholst, reicht das nicht. Ich werde ihn überholen. 200, 300 müssen ja, überholen. Deshalb. Oder ihr zwei da ganz vorne spielt immer ein Spielchen mit uns. Mit. Wir halten uns doch, ich halte mich da komplett raus. Jo, sag mal, was sagst du denn dazu? Macht was er denkt, ich mach nicht mit. Guck mal, was für Langweiler hier. Das sind die Bonzen da vorne, richtig arrogant und. Eigentlich sind wir die Bonzen. Wir greifen nicht ein, aber arrogant. Wenn sie eingreifen würden, boah, die Arroganten wollen mitspielen. Ja! Die ist wirklich so, ist wirklich so. Ja, die zwei haben ja nichts zu verlieren, die ganze Saison schon nicht. Oh, ja, das wäre spannender, wenn ihr mal haben. Ein bisschen schlechter fahren würdet. Die erste Saison gesehen haben als Lotus ungefähr. Nee, nee, Christoph, so nicht. Also als schlechtes Lotus damals, ne? Ja, um 13er geworden. Ja, ich weiß. Ja, damals bin ich Zweiter geworden. Ich hab eine Idee. Wer den macht in der nächsten Saison bei Basti am Lenkrad so eine Schnur ran, bist du sich nach Hause. Und zieht dann nur mal so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Durchs ganze Ruhrgebiet einmal ziehen. Na klar. Bis das Jahr ankommt, dann kann ich schon trainieren oder irgendwas machen. Das ganze Ruhrgebiet ist jetzt auch nicht mehr. Ja, du hast morgen mit deinem geografischen Bullshit da. Über die Wand. Schon so wie Burkhard, ey. Ilo, bist du oder so erst kein DRS mehr haben, oder? Das sind die vielen Zahlen, jeder im Kopf. Sagen wir so, solange wie ich hinter dir bleibe, ist mir das ehrlich gesagt Adresse, auch Adresse, Geburtsdatum und Koordinaten der eigenen Stadt. Burkhard, das war unser Problem. Das sind die vier Zahlen, die ich im Kopf habe, ja. Sagen wir so, drei davon kann ich. Koordinaten nicht? Nee. Was sind die Koordinaten meiner Stadt? Ja, das ist aber schon traurig. Deiner Stadt? Ja klar. Ja. 0815. Geil, wenn das die Koordinaten wären, ey. Ja, das Problem ist, selbst wenn er hinter mir bleibt, ich werde dann nur Fünfter. Aber das ist mir egal, ey. Ach, Christoph ist langweilig. Ja, hinter mir, der muss mal rankommen jetzt. Was macht der denn da? Wer ist denn ja, soll ich rankommen? Ja, komm da mal ran. Auf. Mal ein bisschen Action hier, dann macht er keinen Spaß. Ich würde auch gerne rankommen. Ja, ich halte dir schon alles auf. Geht aber nicht langsamer. Fahr schon nicht Vollgas. Alonso ist aber gar nicht mehr so weit weg von Christoph. Ich weiß. Ja, aber als ob die KI ihn überholt. Warum? Ich warte eigentlich nur drauf, dass er auf mich auffährt und mich dreht. Ja, vielleicht macht Alonso jetzt gleich auch mit. Alonso ist wie gesagt nicht so. Die KI kann ja gerne mal aus den Leute raushauen. Also in zwei, wenn du beides so machst, bin ich in zwei Runden da. Ja? Ja, guck mal. Ja, kommst du langsam in Zugzwang, wa? Christoph ist nicht. Jetzt ist oh! What happened? Ein bisschen hat mir die Kurve geschnitten. Das tut mir leid. Ich hab ganz toll eingeleckt oder warst du da und das war wirklich keine Absicht. Dieser Ast in der Stimme. Oh Gott, ich weiß genau, wie schlimm ich fühle, Christoph. Und noch ist er Sechster. Da kommt ein Bot. Oh, der ist direkt hinter Christoph. Das ist korrekt. Und dahinter ich. Oh, das ist ja interessant. Oh, das wird richtig interessant. Das wird ja richtig interessant hier. Alonso überholt. Ich werde noch nicht an ihm vorbeikommen, weil ich kaputten Frontflügel habe. Christoph will fliegen! LOL! Hallo Christoph.
forget about Rico. Ich bin zum Glück nicht weggeflogen. Aber Sainz ist in mir gespawnt und ich bin einfach auf der Stelle stehen geblieben. Hey Ilo, geht's jetzt zum Winde? Wieso? Hast du Zeitstrafe? Nö. Ja, ich hab 9. Was ist das? 9 Sekunden? Ja, manche Kurven denke ich manchmal zu früh ein, dann merkt er schon eine kurze Bewegung. Was hast du mit Zeiss gemacht, Christoph? Mega. Ich gar nicht. Das war gar nichts. Also, Zeiss, ich mach nur meine Mindgames mit Christoph. Also, mit Zeiss hat aber keiner irgendwas gemacht. Der ist ja, in mir passier, drin lass, zeitgleich, also, und hat mich festgehalten, als ob der nicht will. Oh! Ne, mein anderer ist gerade. Ich habe ja genug Zeit. Ich könnte gleich so noch Boxenstopp einlegen. Ich leg mal Boxenstopp ein, fahr ich mir die gleichen Reifen durchziehen. Ist doch das schlecht. LOL. Unerlaubtes Überholmanöver. Unerlaubtes Überholmanöver. Definitiv. Definitiv. Ansonsten hasse ich dich. Aber jetzt. Das war scheiße. Du bist ja, ich weiß, das war so. So, Christoph. Mit Christoph können wir die nächsten Wochen nicht mehr rechnen. Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist dann Verstappen gibt auch nochmal Gas. Oh, hey. Sag mal, fährst du nicht in mich rein? Es tut mir leid, aber ich feiere es gerade ein bisschen. Wie war das? Mit 9. wird da nichts mehr, oder? Bisschen hart. Da kommt der fährt mir jetzt hier rein, oder? Oh, scheiße, verbremst. Aber das, man muss schon sagen, das Überholmanöver wäre geil gewesen, wenn ich mich gemacht hättest. War schon kurzzeitig geschockt, als du da auf einmal beide mitgenommen hast. Ja. Ich hab schon riesen Schrecken bekommen. Ja, wie ist denn das eigentlich? Musst du nicht mich dann auch überholen lassen oder einfach nur zwei Plätze? Das reicht, wenn er einen oder zwei Plätze überholen muss. Okay. Aber da kam auf einmal die ganze Tirade drauf vorbei. Ja. Oh, geil. Also dieses kompletten Asimod. Oh ja. Vor allem, ich müsste mal runterschalten auf den Standard. Wieso macht der Bannerbench? Echt? Hat er das auch gebracht? Ja, der hat fast viel schlimmer. Nee, der ist mir einfach, du hast einfach in die Kurven und hat mich als Bande benutzt. Also er hat ihm den ersten Platz weggenommen. Ja, den er nicht als Bande benutzt hat, ein paar Mal. Und damit den dritten Platz in der Weltmeisterschaft. Ja. Macht doch viel mehr Spaß, wenn man hier mitfährt, ne? Ich hab's gefeiert, weil mein Teamkollege dadurch Dritter geworden ist. Das stimmt. Aber ich fand's auch schade für mich auch. Weil ja, im Endeffekt ist ja lustig. Damals war ich noch wesentlich besser als. Außer Melbourne, da fahre ich immer noch konstant zweit. Melbourne läuft jedes Jahr gleich. Hallo Ilo. Hi. Ja, Melbourne ist auch einer der Strecken, die man am meisten fährt tatsächlich. Ja, aber warum ist es die einzige? Wo, Alter Ilo? Vor allem, warum ist ich fahr gechillt. Was für mich noch immer im ähnlich gleichen Abstand. Und ich fahre jetzt. Kannst du durch Renntempo fahren, Ilo? Rico? Ich fahr ruhig ein bisschen Renntempo. Ja, bitte. Die letzten Kurven können wir ja geschillt machen. Im letzten Monat. Ja, doch. Boah, Alter. Egal. Ja, jetzt habe ich auch 3 Sekunden. Ja, cool. Ich fahre 6 Sekunden raus, warte. Deins hat hinten am Heck ein Boot. Cola draufstehen. Ich dachte Kot. Eine Cola. Der hat da noch Kot hängen. Boah, ich muss erstmal was trinken. Am Kotflügel. Ja, der hat noch Toilettenpapier da hängen. Oh, Christian, bist du aggressiv. Hält er dich echt so auf? Der hat ihn mega aufgehalten. Und die Aktion mit dem unerlaubt überholen war halt mega assi. Ich meine, Christoph war ein bisschen gierig. Ich hab wie bei dem mein Frontspoiler ist kaputt, weil Bissel mir den kaputt gefahren hat. Das stimmt nicht, du bist mir auch raufgefahren, ja? Ja, weil du viel zu langsam fährst. Was? Ich habe noch keine gelbe Flagge gesehen, und du? Also ja, Bissel fährt asozial, aber meiner Meinung nach noch in den Regen. Wenn auch sehr asozial. Also, solange noch keine gelben Flaggen kommen. Ihren Kodex hat er wahrscheinlich schon fünfmal gegen verstoßen, aber... Andi, wie sieht's aus? Ja, ich bin im Moment Dritter. Sehr schön. Deine Reifen. Wo ist denn Christoph? Andi, der ist 9. Das reicht für Andi. Bissel auf 8 und davor ist schon. Aber meine Reifen platzen wirklich klein. Nein, fahr wirklich einfach nur safe als Dritter ins Ziel. Ja, du brauchst, du hast genug Platz hinter dir. Also fahr einfach safe als Dritter ins Ziel. Aber ich habe eine Sekundenstrafe. Ja, das Problem ist, Rico, du musst noch auf den 8. kommen, weil ich habe noch 3 Sekunden Zeitstrafe. Wenn du schon noch vor auf den 8. rausdrängst, frag mich mal, was ich habe. Ich bin abgehoben. Selbst wenn 8 reicht? Christoph hat auch. Bist du abgehoben, das weiß ich. Und ich glaube, Christoph hat eben auch. Alles klar. Na, selbst wenn 8 reicht, ist für andere. Oh, Sainz. Ja, aber Alonso kommt vor mich.
Wegen der Sekundenstrafe. Christoph, ich bin rechts neben dir. Nein. Das ist ein bisschen, Verletzt. Ich bin rechts. Alter. Oh, ist das geil. Kilo am Hotel fahren. Christoph! Oh, oh, oh. Ja, Basti. Mach mal. Alter. Christoph, was war das denn jetzt? Jetzt hat Christoph. Jetzt hab ich Bock. Jetzt hab ich Bock. Alles klar. Jetzt hat Christoph aber wirklich einfach mal den Arm aufgeholt. So. Moment. Jetzt ist. Nee. Ist immer noch ein Neutral. Ja, Christoph, da war wieder ein spannendes Finale, muss man sagen. Okay, ich hab grad so Puls. Echt? Dass ihr mich in die Scheiße mit reinzieht. Steht halt gerade mittendrin, Alter. Ja, du warst leider mittendrin. Er beschwert sich, dass wir uns nicht einmischen. Ich beschwert sich, weil er selber da drin hängt. Da geht's halt, ey. Ja, er ist ja auch nicht damit drin. Normalerweise. Wenn er jetzt nicht auf Platz 10 gewesen wäre. Nico, willst du mich überholen lassen? Obwohl, nee, mach ruhig deinen überholt Punkt. Mich, mach ruhig safe. Deinen Punkt. Nee, ich hab keinen Punkt. Vergiss es. Doch nicht, ich hab 3 Sekunden. Okay, ich fahr auf. Yo, ich bin der Wheel. Ja. Bitte ins Feuerwehr. Achtung, ich bin außen. Naja. Okay. Hui! Also, Christoph, musst du wegen und eine Strafe dafür bekommen, was er gerade gemacht hat. Nö. Ab der Rechtskurve hier vorne, da ist die Er war halt auch. Er hat ja nicht außerhalb der Strecke überholt, aber er hat halt wahrscheinlich gerammt ohne Ende. Nee. Nee? Ich hab also gar keinen berührt. Vom Büttel sah es aus, als wäre jetzt Rico volle Kanne in den Büttel reingeraten. Ja, Rico ist ein bisschen quer gefahren. Ich stand komplett wegen euch. Bei mir habe ich niemanden berührt. Christoph. Nicht noch einen Fehler machen, ja? Ich habe schon DRS. Lass mal 130. Also, ich komme mit über 70% das geht kaputt genau den und, und 9 Sekunden ins Ziel. GZ, Andi, Wiesel wollte ich mal sagen. GZ, GZ, Turnhallenmensch. Nee, Turnhallenmensch ist nicht Rennsieger. Sagt eigentlich nichts, bist du noch nicht im Ziel. Ja. Du bist Rennsieger. Ja. Aber Basti ist als erstes ins Ziel gefahren. Ja. Na schade, ich komm nicht mal in Christen. Ja, aber er kommt auch nicht ans Heiz ran. Ja. Weißt du, er wird ja trotzdem 9. Ich werde eventuell müsste eigentlich fahren. Reichen, oder? Was? Du willst was? Jetzt. Oh, denn. Links hat mir ja, aber auch nichts an, gesagt, über eine Zeitstrafe, das ist das Problem. Andi ist 6, das reicht nicht. Ja, Glückwunsch, Christoph. Zeitstrafen. Andi, nein. Alter, was machst du denn? Oh. Alter. Das Rennen, Ido. Was war das jetzt noch? Andi! Oh, oh Gott, 0,47. Oh. Basti. Hm? 0,47 Sekunden Unterschied hat man. Hätte ihr Prinz gelangt. 4 Punkte. Ja. So. Nee, 3 Punkte sogar. Liebe Teilnehmer. Und 5, oder? Ein kurzes Recap. Ja, das stimmt Punkte. Ja nicht. Ilus werden trotzdem so, nee, knapp, 8, knapp 50 Punkte. Später noch unsere vom Mexiko. Oh. Erst einmal herzlichen Glückwunsch, Basti. Dankeschön. Für den ersten Platz. Pokale sind morgen unterwegs für die ersten 3 Fahrer, die wir das ausgemacht haben. Die dürfen sich schon freuen. Jo, jo, jo. Und. Jo, jo, jo. Kleines Recap. Teamwertung ist krass, Basti. Teamwertung ist krass. Fast doppelte Punktzahl, ja. Ja, über die Punkte fast. Weil Leute labern so. Christoph, es tut mir leid. Also ist doch alles gut, Christoph. Ich hab gewonnen. Ich fand's geil, wie immer. Bis auf, dass ich 5-mal nicht mitfahren konnte, wegen technischen Problemen. So ein ich Scheiß. Auch. Machen wir... Ja. Wer ist nächstes Jahr dabei? Ich. Aber also ich schätze mal alle, die dieses Jahr mitgefahren sind. Vielleicht dürfen wir ja noch neue begrüßen. Vielleicht. Vielleicht haben wir Rückkehr von End, wer weiß. War noch End. Warte mal. Da gibt's definitiv keine Rückkehr, der hat Sperre. Ach hier, guck mal, Meisterschaftssaison abgeschlossen. Basti hat gewonnen. Ja. Completed. Completed. Ja, so sieht Basti, nee, so sehe ich aus. Ich sehe mein Bild hier. Basti hat mal eben Fahrradriss gewechselt.
Andi, es wäre so gut gewesen, Christoph, ne? Ich glaube, du musstest gerade echt eine Menge ertragen. Ja, musste er. Aber er hat es ja für ihn ausgezahlt. Ja. Alles klar. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Saison ist damit beendet. Wenn Formel 1 2017 rauskommt. Im Sommer. Werden wir eine Season ankündigen? Später danach, nachdem wir es angekündigt haben. Werden wir die ankündigen und wahrscheinlich. Und nachdem einige Patches kamen. Alles klar, jeder redet rein. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss.